Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit ein paar Infos, bevor der Zapdos Day anfängt. Alles rund um Zapdos, nur für euch und um den Zapdos Day, damit ihr bestens gewappnet seid und bestens vorbereitet. Also, zuerst einmal ist der genau heute, Samstag, 21. Juli, für 3 Stunden. Anfang tut er genau um 11 Uhr und läuft bis 14 Uhr. Also genau wie die C-Days, 3 Stunden ab 11 Uhr. Und was passiert dann genau? Und zwar ist dann auf jeder Arena, am besten checkt ihr das Zapdos Day Video nochmal ab von mir. Aber auf jeder Arena ist dann ein Zapdos drauf. Und ihr habt dann 3 Stunden Zeit, so viele Raids zu machen, wie ihr könnt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Vor allem für die Free-to-Play-Spieler. Weil das ist echt eine Chance, um EP zu bekommen. Bonbons, Zapdos, Shiny Zapdos und Raid-Medaille und. Also, man kriegt 5 Raid-Pässe umsonst. Die kriegt man aber nicht alle auf einmal. Das ist so wie der freie Tages-Raid-Pass. Man kann immer nur einhalten. Dementsprechend gab es auch Probleme letztens mit dem Tages-Raid-Pass. Man dachte, wenn man man hat ja normal die 2 Tages-Raid-Pässe, einen von gestern und einen von heute, dass man dann mit den 5 neuen vom Zapdos Day oder Arctos Day damals dann insgesamt 7 Zapdos oder Arctos umsonst machen kann. Und dem war irgendwie nicht so und man hatte dann gesamt nur 5 freie Tages-Raid-Pässe. Sprich, ihr solltet eure Tages-Raid-Pässe davor verbrauchen, weil dann kriegt ihr 5 neue Tages-Raid-Pässe. Sprich, ihr kriegt einen, dann müsst ihr einen Raid machen und dann kriegt ihr wieder einen. Also 5 Zapdos sind garantiert, also für alle, die nicht in das Spiel investieren, ist es eines der Top-Events, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zapdos an sich kriegt eine neue Attacke und wird dadurch besser. Und zwar kriegt ihr als First Attack Donnershock. Also hoffe ich mal, dass es so heißt. Ich glaube, es ist Donnershock, aber müsste schon sein. Und man dachte am Anfang, als es angekündigt wurde, direkt am ersten Tag, dass Zapdos dadurch auf Platz Nummer 1 steigt und besser als Raikou sein wird. Aber dem ist nicht ganz so. Zapdos wird auf jeden Fall besser, aber Raikou ist immer noch Platz Nummer 1. Aber ich werde auf jeden Fall einen maxen, wenn ich einen guten bekomme. Und was ist gut? 19.02. Das kann euch am besten Alex erzählen. Bei ihm ist ein 19.02 abgehauen. Das Video ist legendär. Checkt auch das Video nochmal ab. Gönnt oder gönnt er nicht, heißt das. Zapdos kann als Shiny kommen, genau wie Arctos. Und Shinies haben 100% Fangchance. Das heißt, wenn ihr einen Shiny bekommt, dann werft einfach Ananas. Das sind sichere Bonbons. Oh, wieder. Es ist Doppel-Bonbon-Event momentan. Sprich, ihr kriegt pro Zapdos 6 Bonbons. Und wenn es ein Shiny ist und ihr Ananas werft, dann kriegt ihr 12 Bonbons. Das ist schon echt heftig. Das ist echt nicht schlecht. Und der wird wahrscheinlich wieder reduziert auf Stufe 4, genau wie Arctos, um ihn leichter zu machen für Dorfspieler, für Wüstenspieler. Shoutout an die Wüstenspieler von meinem letzten Video mit den Solo-Raid-Pässen. Dementsprechend müsste er zu zweit machbar sein. Also er war zu dritt machbar, als er 5 war. Also ist er, okay, ich will nicht übertreiben, sicher nicht alleine machbar, nicht Solo, aber zu zweit auf jeden Fall easy. Arctos war auch zu zweit machbar. Da waren noch so viele Sekunden übrig, also kein Problem eigentlich. Die besten Konter gegen Zapdos sind natürlich Despotar mit der CD-Attacke und dann überraschenderweise Rayquaza. Also Rayquaza haut schon rein, Geowatz und Alola Geowatz und auch Mewtwo. Und dann noch ein kleiner Hinweis, und zwar habe ich davon erst danach gehört, und zwar gibt es einen Trick. Wenn man die Zeit umstellt, soll man anscheinend nochmal 5 freie Raid-Pässe bekommen. Kann ich so aber nicht bestätigen. Ich werde es heute probieren und dann, falls der Lavados Day kommt, kann ich euch sagen, ob das echt funktioniert oder nicht. Aber nur so ein Hinweis, falls ihr die Zeit wieder zurückstellt, dann könnt ihr möglicherweise nochmal 5 freie Raid-Pässe bekommen. Aber dafür kann ich nicht bürgen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich habe es nur so gehört. Ich habe so vor, um die 15 zu machen. Es kommt natürlich darauf an, ich habe eigentlich schon genug Bonbons. Das heißt, wenn ich einen guten habe und einen Shiny, dann bin ich eigentlich zufrieden. Also mal schauen, hoffentlich passiert das, bevor ich die 15 Raids erreiche, weil ich habe genau 15 Raids in meiner Umgebung, nicht 15 Raids, 15 Arenen. Die würde ich in einer gut abklappern. Eine Strecke habe ich mir da überlegt. Mein Tipp natürlich, checkt eure Routen ab. Sprecht euch ab mit euren Mitspielern, wie ihr das am besten angeht. Macht einen Treffpunkt aus, wo ihr startet und dann eine Arena nach der anderen abklappert. Bei uns ist momentan echt ein bisschen verstreut. Soll morgen auch ziemlich schlechtes Wetter sein. Aber wie gesagt, da braucht man echt nicht viele Leute. Das sollte echt kein Problem sein. Ja, ich hoffe, die Infos werden euch jetzt später weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zapdos Day. Wie gesagt, das ist echt ein gutes Event, vor allem für Leute, die
kein Geld ausgeben, Free-to-Play sind. Aber auch für alle anderen, holt euch euer Shiny Zapdos mit der besseren Attacke auf 100% 19.02. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neue Preise, neuer Shop. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.